Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Christmas Winterland Event Video. Wir stehen noch beim Weihnachtsmarkt im Winterland. Wir schauen mal, wohin die Reise heute geht. Aber bevor wir damit loslegen, erstmal ein frohes Neues an euch alle. Und dann gucken wir mal, wohin die Reise geht. Im Grunde genommen ist ja alles abgeschlossen. Wir sind gestern bei 7 von 15 dürften wir sein. Das dürfte jetzt also der 8. sein. Genau, 8 von 15. Schauen wir mal, wohin die Reise geht. Ist auch irrelevant, wohin. 115 Kilometer in der realen Welt. Und ja, man, jetzt kann man sehr gut erkennen, dass es gibt mehrere verschiedene Trailer. Coole Sache, finde ich gut. Dann würde ich sagen, fahren wir nach Ancona. Die Christmas Market Hampers für knapp 5.500. Direkt neben uns gespawnt, das Ganze. Gute Sache. Neue Route finden. Ja, neue Route brauchen wir nicht. Fangen wir erstmal noch rückwärts. Da brauchen wir keine neue Route für. Biege nach links ab. Das war eine schöne Fahrt. Finde ich auch. Was ich auch gut finde, das ist so eine falsche Richtung. Das ist so eine kurze Fahrt, dass wir direkt quasi vom Christmas Market auch wieder weiterfahren. Denn für mich ist noch der 31.12. Sollen erstmal ein Portal finden, was in der Nähe ist. 36 Kilometer oder 41, nehmen wir die 36. Zeit zu gehen. Einmal bitte drehen. Rechts abbiegen und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Ja, sind wir doch schon. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Es ist auch gleich mittlerweile 3 Uhr, also 20 Minuten vor 3 haben wir jetzt gerade für mich. Ich hatte vor, 3 Videos Biege aufzunehmen heute. Eigentlich vor 15 Uhr. Ja, okay. Krieg ich abgewogen. Einfach weil ich glaube, so noch draußen was machen wollte. Also jetzt nichts Silvester, Neujahr related Ding, sondern eigentlich prinzipiell schon. Also gibt jetzt halt neue Sachen. Früher gab es immer solche komischen Aufkleber jedes Jahr. Mittlerweile gibt es für die Mülltonne jetzt so ein Code, wo wahrscheinlich dann gescannt wird. Frage mich auch, warum, was das bei manchen Sachen soll, beispielsweise bei der blauen Tonne, die ja eigentlich nicht so an der Straße steht. Biege nach links ab. Dass quasi das automatisch automatisch reingeworfen wird, sondern die Blautonne ist eigentlich immer noch, wird per Hand zum Wagen gezogen. Weiß nicht, ob die jetzt mittlerweile dann auch das Ganze noch automatisierter haben für Papier. Auf jeden Fall wollte ich vorher noch die Tonnen zumindest noch mal ein bisschen versuchen
zu powerwaschen, dass da das Schöne an der Seite ist beim Aufkleben. Ich meine, die Tonnen sind jetzt, weiß ich gar nicht, ob jemand eine neue Tonne dazu kam, aber wenn nicht, dann sind die Tonnen mindestens 20 Jahre alt. Vielleicht sogar länger. Biege nach rechts ab. Da setzt sich dann natürlich einiges an Krams ab. Und den wollte ich dann, bevor ich da irgendwie den Kleber draufklebe auf den dreckigen Untergrund, wollte ich nochmal ein bisschen schicker machen. Und das Ganze im Idealfall bei Tageslicht, ne? Wäre vielleicht auch mal smart zu gucken, wann die Sonne untergeht, wann Sonnenuntergang ist. Vom Gefühl her jetzt schon, obwohl es eigentlich erst sein kann, dass der Sonnenuntergang. Oh Gott. Da war ja was mit Serpentin. Dass man so viel sieht hier gerade. 16 oder 18 der Sonnenuntergang. Dann sollte ich vielleicht. Ja, mal schauen. Also hoffen, dass gleich im nächsten Fall auch noch eine kurze ist. Ich werde nicht darauf achten, ob Ancona überhaupt schon durch ist, aber ist ja auch egal, ob es durch ist oder nicht. Wichtig ist es ja aktuell nur noch gerade für mich, dass ich alles abfahre. Also mein persönliches Ziel erreiche. Meine Güte, was ein Kampf. Berg hier hinauf. Ein Aktros. Okay, lass uns eine neue Route finden. Ja, machen wir gleich. Route neu berechnen. Meine Güte, mittlerweile schon so dunkel hier im Zimmer geworden, dass ich einfach mal das Licht anmachen musste. Ja, jetzt haben wir, wie viel Kleber denn noch? 80 sogar nur. Nach Ancona. War ich noch gar nicht. Kann das sein? War ich schon in Ancona? Ich glaube nicht. Nö. Ancona auch Neuland für mich. Ist irgendwie immer ein bisschen. Ein klein wenig schockierend, wenn man. Das Event mitgenommen hat. Und so weiter und so fort. Und es. Die jetzt schon ist längere Zeit gibt, aber man halt einfach nicht dort gewesen ist. 80, glaube ich. Ja. Dann beschleunigen wir mal auf 80. Das dauert ja auch so ein bisschen eine Zeit. Ich werde hier nach dann direkt keine Zeit verschwenden und das übernächste Video quasi aufnehmen. Also ich werde erstmal hier ETA 2 nochmal weiter aufnehmen, eine Folge, und dann switche ich kurz zu ATS und nehme das dritte Video auf. Das wäre das zweite Video, wenn man das in der Reihenfolge betrachten würde. Mache ich mich ran. Bei 40 Minuten für das Ganze ist halt auch schon echt super knapp, wenn ich wirklich um halb sechs dann anfangen, halb vier anfangen will. Um so ein bisschen Licht noch zu haben. Muss ich nochmal auf alle Fälle kurz mir das nochmal anschauen, weil mit dem. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe es im Sommer gekauft, das Gerät. Und habe es immer noch nicht probiert. Deswegen wollte ich einfach zumindest
Dann ein Wein für die, also was ist eigentlich voll, ist ein Wein für Terrasse im Garten und vorne und so und für Fahrradreinigung, aber wie das dann immer so ist, ne? Irgendwann ist immer. Ankunde Süd, da sollen wir raus und dann sind wir auch schon so gut wie da. Rechts halten. Also das heißt, dann ja. Das Wort rechts nehmen. Ich weiß gar nicht, ich habe gar nicht darauf geachtet, wo wir hinfahren, zu Exomar, genau. Und da war ja was. Wenn man auf F3 drücken will, drückt man auf F4. Runter auf 50. Es darf mal Ancona Imperator 17 von 27. In so vielen Städten war ich bisher gewesen. 10 Teile fehlen mir sogar noch. Ist ja schon fast ein bisschen unangenehm. Wunderbar. Ich bin auch gerade überlegen, also ich weiß nicht, ob ich es mache, weil prinzipiell gesehen ist dieses Profil ja nur, also erst vom Namen her, weil wie das damals gedacht war, kann ich, also eigentlich wahrscheinlich genauso wie es geschrieben wurde, das Profil, World of Schwachs Events, aber ich bin am überlegen, ob ich einfach das dann in der Zeit, wo es gerade die ETS 2 kein Event gibt, nimm diese Ausfahrt. Sprich nach dem. Endet das nochmal hier am 7.? Ich glaube ja. Wir gehen nach links ab. Dass ich dann einfach demnächst links abbiegen. Halt den Auftrag nehme, der am meisten Geld bringt, den dann fahre und oh Gott, kriege jetzt links abbiegen. Sodass ich dann irgendwann halt diesen den Truck hier komplett restauriere. Wir sind heile angekommen. Wir müssen nach hinten, ist halt die Frage. Ja, wir fahren ja rechts rum. War die richtige Wahl. Oder dass ich dann vielleicht einfach die Spezialtransporte einfach fahre. Also, dass ich dann zumindest alle Spezialtransporte mal gefahren habe. Kann ich mir vielleicht dann per Liste das machen? I don't know. Werden wir sehen. Wir liefern mal erstmal ab. Bin mal gespannt, wie lange die Fahrt jetzt hier war. 13 Minuten auch wieder. Also auch wieder, das ist super gut und kurzes Video. Ausgezeichnet Christmas Market Tempers vom Town Square nach Ancona geliefert. Gefahrenstrecke 117 Kilometer. Dauert 13 Minuten. Verbrauchter Kraftstoff 83 Liter. Und das war der 178. erledigte ETS 2 World of Trucks Auftrag. Genau, es gab dafür 5.559 Euro und 132 Erfahrungspunkte dafür. Wir können ja einfach mal gucken, ob wir von Ancona auch was haben. Werden wir dann im übernächsten Video dann fahren? Natürlich nicht. Ah doch, Christmas Assorted Paints für 4.480 und Ancona ist sogar gar nicht fertig. Das ist doch auch mal gar nicht so verkehrt. Sind wir jetzt bei 8 von 15. Das heißt, Endspurt. Das heißt, ich weiß, weiß ich nicht, ob ich das noch am Neujahr schaffe. Wobei ich muss anfangen um 15.30 Uhr morgen zu arbeiten. Für heute.
Vielleicht schaffe ich ein, zwei Videos. Who knows? Auf alle Fälle 5 Videos dann im neuen Jahr und dann bin ich auch durch für das Event. Und kann mich dann wieder mit dem Kansas-Event beschäftigen. Da ein paar schöne neue Aufträge zu fahren. Neu und so weiter und so fort. In dem Sinne bedanke ich mich vielmals bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns im nächsten Christmas Winterland Event Video wieder.